Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Jo, ich bin bereit, weiter hier Krieg zu führen. Das werden wir auch machen. Ist egal, ob die herkommen. Wir haben eine Stadt, da sind wir verteidigt. Wir haben 4 Bogenschützenarmeen, wo wir schön schießen können. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir hier nicht angegriffen werden. Dann schauen wir mal nach, was wir so für Sachen rekrutieren können. Speerträger haben wir ja. Das sind nur Armbrustschützen, ja okay. Wir gewinnen doch gegen die. Was haben die? Mein Sultan wünscht euch den Tod. Oh, die haben einen Bogenschützen. Mein König. Ja, die greifen uns sowieso nicht an. Ich wette, die haben uns nicht mal gesehen. So, sonst laden wir halt nochmals. Ja, wir haben alles gemacht. Dann machen wir runter weiter. Komm schon, beten. Ja, die greifen dort an. Ja, die haben keine Chance. So, und ein neuer Kandidat zur Option. Adoption? Ah, ist jetzt nicht so gut. Aber Loyalität ist das Ding, der versauft sowieso in seiner Burg. Neue Mission, nehmt die Siedlung ein. Wollt ihr mich vergackeien? Sich nicht dort oben. Wobei. Wäre natürlich schon gut. Aber ich habe zu wenig Sachen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Bewegung! Okay, Militär war uns schon immer nicht so gut. Aber jetzt sind wir besser. Stelle. Ritterliche Stelle natürlich. So. Sonst keine. In Jumen haben wir noch einen Diplomat. Stehe zu Diensten. Der kann nicht raus, wenn die Armee obwohl draußen ist und belagert. Wessen Zeit ist abgelaufen? Hier gehen wir nach oben, hier haben wir bessere Chancen. Das ist keine Alternative, mein Herr. Und mit dem gehen wir hier rüber. Haben wir nicht noch einen? Hier ist er. Du gehst hier hin, da hat sich ja auch jemand eingenistet. Mein Herr? Ah, stimmt. Ja, Kapitän. Genau. Segel setzen, wie ihr wünscht, Kapitän. Ja! Segel setzen, so. Wie ihr wünscht, Kapitän. Ich weiß jetzt nicht, was mehr bringt, aber ich glaube, es bringt mehr, wenn wir jetzt schon an Land gehen. Wie ihr wünscht. Wohin geht es? Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen so weiter. Werft den gut, Anker. Dann haben wir hier ja das Boot weiter. Noch hier unten. Mein Herr, Segel setzen. Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. So, heute weiter segeln, Kapitän. Da war ja nichts. Jo. Aha, hier ist auch noch eine Armee. Und der Diplomat, der geht hier weit nach links. Ja, mein Herr. Sofort. So. Morgen geht die Reise weiter. Benötigt ihr einen Weg? Und jetzt greifen wir aus der Stadt hin an. Ja, wir marschieren dem Untergang. Okay, er. Wir werden niemals aufgeben. Haut ab.
Dann gehst du rein und du raus. Ja, mächtiger Samurai. Sehr gut. So. Dann geht ihr. Nein, ihr bleibt draußen. Kommt ihr noch raus. So. Und wir können nicht angreifen. Scheiße. Aber wir haben die beste Armee. Also, Yun Khan kann befördert werden. Hier noch nicht. Haben wir hier noch einen von unseren Generälen? Nein. Da müssen wir einen von oben holen. Da ist einer. Belagerungsexperte. Ja, mein König. Aber im Verstecken liegt Abrücken. Führen die Armeen zusammen. Hier runter. Und hier könnten wir einen Naginata ausbilden. Und hier einen Bogenschützen. Wir müssen jetzt unbedingt uns viel besser aufteilen. Und sobald es in Schwierigkeiten kommt, alle Truppen zum Brandherd schicken. Das ist so eigentlich meine Taktik. Auch wenn es länger dauert. Solange wir die Armeen nicht brauchen auf einem Stück. Lieber geteilt bleiben. Und ja. Ah, hier unten war noch ein Spion, okay. Aber der war ja sowieso weit. Autsch. So viele plötzlich. Müssen wir schon fast. Das ist ihr Untergang. Angriff! Ab, das schaffen wir. Es kann nämlich auch sein, dass die Armee gar nicht eintrifft. Und ich hoffe, sie haben nicht zu viele Reiter. Positionierung starten. Oh, sehen die cool aus. Die sehen mal cool aus. Und mega viele. Die haben Gewehre. Okay. Dann. Bogenschützen. Naginata. Dann die zwei. So. Und so. Wir haben die besseren Reiter. Hoffentlich. Aber ich denke schon, die anderen haben leichtere Rüstungen und so. Sind vielleicht schneller, aber wir haben ja die Taktik, dass wir nicht zur Schnelligkeit brauchen. Bringt Verstärkung. Oh je. Den haben wir noch vergessen zu wechseln. Die haben halt viele Reiter, das ist nicht so gut. Uiuiui.
Nein, bitte, hey. Die werden sowas von nerven. Und die greifen natürlich sofort an. So, das wird brenzlig. Oh Gott, was ist denn hier los? Shit. Wir verlieren wahrscheinlich. Das größte Problem ist einfach, dass die sich immer wegbewegen. Und dann uns nicht angreifen sollten. Schafft die hier? Ja, die schaffen das. Und hier die drüben sollten es auch schaffen. Ja, die schaffen das auch gut. Das ist halt nicht so gut hier. Der feindliche General ist kein wahrer Mann. Er flieht vom Schlachtfeld. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. So, wenn wir die noch angreifen und die hier hinschicken. Ja, die können hier bleiben. Ab die gehen weg hier. Die sind zwar sehr, 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 sehr stark, aber dafür sehr, 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 sehr wichtig. Das ist natürlich klar, dann geht die doch mal hier hin. Ist nicht gut, wenn ihr die angreift. Greift ihr hier an. Ja, die Bogenschützen müssen halt irgendwas machen. Auf die konzentriere ich mich jetzt nicht. Das ist nur eine Sperrmiliz. Greifen wir die mal frontal an. Und die müssen... Hopp.
Alle tot. Ja, toll. Oh, die haben keine Chance. Mitleid, Herr. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. So. Ja, aber die Gegner auch, also bitte. Wieso rennen denn die nicht? Unsere Männer haben den sarazenischen General erschlagen. Jetzt müssen wir unsere Männer zurück in die Wüste treiben. Machen wir mal Stopp und suchen unsere Truppen. Ist der Stern nicht mehr auf, gell? Mhm. Warum? Ein paar Fischstab, bitte. Das sollen Sie nicht. Ja, die Übersicht. Das sind zwei Truppen. Ja. So, und die gehen weiterhin auf die. Das ist nicht so gut. Sollen wir mit denen machen? Sie so lassen, aber Verstärkung.